Ich meine, sind wir nicht alle so irgendwie Cover-Opfer und Buchschnitt-Opfer? Hallo, liebe Bücherwürmer! Und herzlich willkommen zu einem neuen Carlsen Haul. Ich bin ja Carlsen Botschafterin und das bedeutet, einmal im Monat stelle ich euch all die Bücher vor, die bei Carlsen erschienen sind. Ich packe die euch immer natürlich auch unten in die Infobox, wenn ihr direkt Bock habt, auch die Bücher irgendwann in den Kopf zu legen, weil ihr denkt, oh mein Gott, I need them. Das ist so ein Anytips-Link, da kriege ich halt eine kleine Provision, ihr zahlt keinen Cent mehr. Für mich ist das super, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr sowieso bei Hugendubel Thalia online kauft, dann why not there? Wie immer gibt es am Ende des Videos auch noch ein Gewinnspiel. Da könnt ihr drei der Bücher gewinnen, die ich euch heute vorstelle. Ich werde von Carlsen mit einer Aufwandsentschädigung honoriert für diese Videos und ja, ich freue mich darauf, euch jetzt die ganzen Titel vorzustellen und ich würde sagen, legen wir mal direkt los. Ich möchte heute mal mit ein paar Manga anfangen. Allerdings werde ich die euch nicht im Detail vorstellen, denn eigentlich gehören sie gar nicht zum Carlsen Haul, aber zu einer coolen Aktion, die ich mit Hayabusa zusammen mache von Carlsen. Da solltet ihr auf jeden Fall meinen Instagram-Kanal auschecken und auch nächste Woche und übernächste Woche so in den nächsten Tagen, Wochen könnte da bei mir einiges passieren. In diesem coolen Manga-Horror-Paket war I Will Be Eaten By You, Monster, Stalker, urbane Horrorlegenden, Dragonhead, ein Eisenbahnunglück während einer Klassenfahrt, Apokalypse-Feelings garantiert, MPD Psycho, ein Polizist, der in einer Mordserie ermittelt mit Identitätsstörungen und Love Sickness, liebeskranker Horror mit 5 Kurzgeschichten und der Daubtschuber. Ich meine, oh mein Gott, das ist so cool. Okay, jetzt fangen wir aber mit den Titeln an, die in den vergangenen Wochen bei Carlsen erschienen sind. Und lustigerweise starten wir halt auch mit einem Manga, nämlich mit Sherlock Nummer 5, ein Skandal in Belgravia. Und das ist meine absolute Lieblingsfolge von der BBC-Serie Sherlock. Und davon sind natürlich auch die Manga inspiriert. Es geht um Sherlock Holmes und Watson in der modernen Zeit. Und dieses Mal treibt Irene Adler ihr Unwesen. Auf ihrem Mobiltelefon sind nämlich vertrauliche Informationen und Sherlock muss Irene Adler knacken. Ob ihm das gelingt? Naja, wenn ihr die Folge kennt, dann wisst ihr es ja schon. Ich bin einfach unheimlich gespannt darauf, weil wie gesagt, ich bin der riesen Irene Adler Fan. Sogar die Funko hinten von ihr und freue mich darauf, diese mega geile, spannende Story jetzt als Manga zu lesen. Machen wir weiter mit Hannas Regen von Susan Kreller. Josephine freut sich, dass Hannah neu in die Klasse kommt, weil sie sich erhofft, dass Hannah ihre neue Freundin sein könnte. Ja, aber irgendwie läuft das alles ganz anders, als sich Josephine gedacht hat, weil Hannah sehr still ist. Dennoch finden die beiden irgendwie zueinander und können sich anfreunden. Und dann wird es ziemlich spannend, weil sie merkt, dass bei Hannah etwas nicht stimmt und sie in Gefahr sein könnte. Wir haben ja also Spannung und eine ungewöhnliche Freundschaft. Jetzt wird es tatsächlich auch schon weihnachtlich mit Lee Matthews' New Year's Kiss. Tess und ihre Schwester müssen an Weihnachten zu ihrer Großmutter ins Hotel. Und Oma hat genaue Pläne, was die Geschwister machen sollen. Ja, die haben aber keinen Bock drauf, weil die Weihnachten und diesen Urlaub eben auch genießen wollen. Und Tess lernt dann auch noch jemanden kennen. Und zwar heißt er Christopher. Ja, die zwei verstehen sich gut und Tess ist auch ziemlich in ihn verknallt. Aber dann gibt es noch ein Geheimnis, das auf euch wartet. Und zwar könnte das an Silvester alles zwischen den beiden kaputt machen. Drama, Drama, Drama. Weiter geht es mit Sternstunden mit dir von Evelyn Übach. Kimara hatte bisher ein richtig tolles Jahr. Das Einzige, was ihr noch fehlt, ist die Liebe. Sie ist schon eine ganze Weile in Jona verknallt und damit der sich nämlich auch in sie verknallt, hat sie einen Plan. Die Überschrift ist ja auch 15 Couple Goals für das perfekte Wintermärchen. Ja, und ihr kennt das bestimmt, man macht Pläne, aber die gehen halt nicht immer gut aus. Ich denke, das wird ganz niedlich, chaotisch und auch so ein bisschen powering. Hierauf freue ich mich schon total. Shortbread und Shiva von Rebecca Elbs. Hier geht es nämlich vor allem um Freundschaft. Und zwar um Emma. Emma wohnt in der alten Studenten-WG von ihrer Mama. Und das ist auch noch ein ehemaliger Buchladen. Also
alleine da hatte mich das Buch halt irgendwie schon. Es ist ein absolutes Gefühlschaos, denn Emma und Shiva sind so, ja, also sie ist auf jeden Fall in ihn verknallt, aber Shiva ist wahrscheinlich in Pen verknallt. Man weiß nicht so genau, in welche Richtung das jetzt geht. Vielleicht ist es sogar auch ein Polybuch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es macht auf jeden Fall sehr gute Laune. Es geht um Liebe und darum, wie sich eben auch in Freundschaften sehr intensive Gefühle entwickeln können. Jetzt wird es ein bisschen Fantasy-lastiger. Mit Schattenthron, Bringerin des Lichts von Beryl Keriba. Und das hat einen Buchschnitt. Ja, 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 ja. Ich meine, sind wir nicht alle so irgendwie Cover-Opfer und Buchschnitt-Opfer? Man braucht ein Buch, obwohl man es gar nicht braucht. Obwohl man diesen Buchschnitt hat. Es geht um Kaya, die ins Reich der Schatten reisen muss. Und dort muss sie den Kronprinzen finden. Ich will euch jetzt nicht spoilern. Es geht um Licht und Schatten, um Liebe, ganz große Gefühle und das in einem wunderschönen Fantasy-Setting. Wir haben ja auch direkt wieder eine Karte vorne drin. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das reflektiert auch noch so toll, das Cover. Vor allem dieser Prompt hinten drauf. Nur dein Licht kann die Dunkelheit des Kronprinzen vertreiben. Oh. Auch Disney-mäßig geht's wieder weiter mit Niemals Nimmerland. Wie ist Captain Hook eigentlich zu Captain Hook geworden? Das erfahrt ihr hier in dem neuen Disney-Buch. Und zwar geht es um James, der fast ein verlorener Junge geworden wäre, aber dann musste er aus Nimmerland zurückkehren. Ja, und er muss erwachsen werden, dadurch, dass er eben kein verlorener Junge wird, was er hasst und findet alles ganz furchtbar. Ja, und weil er da keinen Bock drauf hat, wird er stattdessen ein Pirat. Mit der Hilfe der verdrehten Schwestern will er nach Nimmerland zurückkehren. Und das hat immer einen Preis. Ich liebe Peter Pan und deswegen freue ich mich schon sehr auf die Geschichte von Captain Hook. Dann habe ich hier City of Villains, Dunkle Gefahren von Estelle Law. Es geht um Mary Elizabeth. Die ist zwar noch ein Teenager, aber auch Detektivin. Und die will die dunklen Machenschaften in der Stadt vernichten. In Monarch City deckt sie eine Verschwörung auf. Es geht in dem Buch auch um politische Intrigen. Es sieht auf jeden Fall super cool aus. Man sieht hier halt schon so ein bisschen Captain Hook Vibes, dann der Hutmacher, der Drache aus Dornröschen. Was erkenne ich denn hier noch so auf dem Cover? Karten von Alice im Wunderland. Es wird auf jeden Fall schön spooky, perfekt für diese Jahreszeit. Und noch so ein Buch, auf das ich mich voll gefreut habe. Sorry, dass ich so hyped bin, aber wieder so gute Bücher bei Carlsen. Cruella, Hello Wildes Herz von Maureen Johnson. Es geht um Estella und ihre Reise zu Cruella de Vil. Wie sie mit ihren Partnern Horace und Jasper die Straßen von London unsicher macht. Und wie sie zu den Reichen und Berühmten kommt. Vielleicht habt ihr ja auch schon den Film gesehen. Das ist so eine Art Nacherzählung. Und da ich die Realverfilmung total toll fand, bin ich schon super gespannt, wie sich dieses Buch von dem Film unterscheiden wird. Jetzt gibt's noch einen eher außergewöhnlichen Titel, der ist bei CHP erschienen. Disney Prinzessinnen, das Backbuch. Es sind 17 Rezepte hier drin. Ist schon total süß aufbereitet, finde ich. Wie Rapunzels magische Blumen. Also man findet jetzt schon quasi Weihnachtsrezepte hier drin. Oder wie man auf dem Cover sehen kann, die verzauberten Rosen Mini Pies. Inspiriert von Die Schöne und das Biest. Ich finde es total niedlich gemacht. Es steht hier sehr einfach, was man braucht, das Rezept und natürlich auch so ein bisschen, warum das Ganze was mit welcher Figur wie zu tun hat. Und zum Abschluss des heutigen Carlsen Hauls gibt es nochmal einen richtigen Klopper. Und zwar die Schmuckausgabe von Jim Kay von der Orden des Phönix. Das Besondere an der Edition ist, dass sie nicht nur von Jim Kay ist, sondern auch von Neil Packer zusammen. Wir haben ja sehr lange drauf gewartet und es ist wirklich ein richtig dickes Buch geworden. Puh, das waren wieder sehr viele tolle Titel und oh Gott, es fällt mir so schwer jetzt rauszusuchen, welche Bücher
ich an euch verlosen werde. Wie immer funktioniert das Ganze über das Codewort-Prinzip. Das heißt, ich nenne euch gleich ein Codewort und wenn ihr das in die Kommentare schreibt und mir zusätzlich verratet, warum ihr das Buch gewinnen wollt, dann landet ihr automatisch im Lostopf. Hier ist der Zeitraum des Gewinnspiels, alle Infos in der Infobox zur Teilnahme. Und ja, mit dem Codewort Peter Pan könnt ihr niemals Nimmerland gewinnen. Mit dem Codewort Sherlock springt ihr für den Manga in den Lostopf. Und wenn ihr Bock auf was Realistisches habt, schreibt das Codewort Shortbread in die Kommentare. Für Shortbread und Shiva. Das war's von mir. Vielen, vielen Dank an den Carlsen Verlag. Kommt gerne auf Instagram rein, wenn ihr jeden Tag Buchtipps von mir haben wollt. Lasst ein Abo da und wir sehen uns ansonsten auf Twitch. Ciao, Bücherdrachen. Mit der Hilfe der verdrehten Schwestern will er nach Limmer... Mit der Ver...